Ist Edith Stehfest eigentlich gar nicht so authentisch, wie sie immer behauptet? Die Fans der Sendung erheben im Netz fiese Vorwürfe. Im Sommerhaus der Stars kracht es auch in diesem Jahr wieder gewaltig. Nicht nur Valentina Doronina und ihr Verlobter Ken Kaplan sorgen für Aufsehen, sondern auch die anderen Promi-Paare. Es scheint, als würde das TV-Format wirklich die schlimmsten Seiten der Stars zum Vorschein bringen. Achtung, Spoiler! Heftige Kritik an Edith Stehfest. Als wäre die Stimmung noch nicht schlecht genug, fliegen plötzlich auch noch die Fetzen zwischen Claudia Obert und Edith Stehfest. Ganz ehrlich, deren Essen schmeckt, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selber, wie Panne sie aussieht, lästert die 62-Jährige über Ediths Kochkünste. Wie sehe ich denn aus für dich? Wieso kommst du nicht zu mir und redest mit mir? Ich habe eine Aussage mit meinem Aussehen, ich trage Regenbogenfarben, weil ich damit für eine Community stehe, keift Edith und bezeichnet die Aktion als hinterfotzig. Viele Fans können nicht verstehen, warum Edith sich so provozieren lässt. Im Netz häufen sich bereits die enttäuschten Kommentare. Sorry, aber ihr haut alle raus, einer nach dem anderen, aber verlangt von anderen Selbstreflexion. Wenn du für irgendwas einstehst, dann fangt mal alle bei euch selbst an. Finde es ein bisschen scheinheilig, ein Paar wie Max und Claudia als kurios zu bezeichnen. Euer Verhalten wirkt leider oft affektiert und nicht echt. Edith und ihr Ehemann Eric behaupten immer, sich von ihrer authentischen Seite zu zeigen. Ihr Verhalten im Sommerhaus der Stars empfinden viele nun aber als unehrlich und unangemessen. Ganz schön bitter.